Ersten wurden die kurdischen Politikerinnen Sakineh Cansız, Fidan Doğan und Leyla Söylemez in den Räumen des kurdischen Informationsbüros in der Nähe des Pariser Nordbahnhofes heimtückisch ermordet. Diese Morde waren geplante Exekutionen professioneller Killer. Gerade die Auswahl von Sakineh Cansız als ein Ziel des feigen Mordkomplotts ist symbolisch. Sakineh wird oft als die kurdische Rosa Luxemburg bezeichnet. Sie war die einzige noch lebende weibliche Mitbegründerin der Arbeiterpartei Kurdistans PKK. 12-jährige Kerkerhaft in der Türkei konnten sie nicht sprechen. Ihr Kampf führte sie von den Bergen Dersim bis in die Metropolen Europas. Sakineh spielte eine führende Rolle in der kurdischen Frauenbewegung, die einen Zweifrontenkampf gegen den türkischen Kolonialismus, Repression und multifeudalen und patriarchalen Gesellschaftsstrukturen führte. Ihr Widerstand konnte durch Repression und Folter nie gebrochen werden. Daher war sie wie Rosa Luxemburg damals als Frau und als Freiheitskämpferin bei den Reaktionären und Unterdrückten verhasst. So ist durch ein WikiLeaks-Dossier bekannt geworden, dass die CIA Sakineh Cansız schon 2007 im Visier hatte. In dem geheimen Dossier steht ausdrücklich: Jetzt müssen wir unseren Fokus verengen und die beiden Hauptziele Sakineh Cansız und Rıza Altun verfolgen. Nun wurde unsere Freundin Sakineh Ziel eines Mordkomplotts. Die mit Sakineh ermordete Fidan Doğan war eine erfahrene Diplomatin, die sich als Vertreterin des Kurdistan-Nationalkongresses international für eine friedliche Lösung des kurdischen Konflikts einsetzte. Leyla Söylemez war eine Jugendaktivistin, die ihre Ausbildung abgebrochen hatte, um ihr Leben ganz dem Befreiungskampf zu widmen. Die Morde fanden vor dem Hintergrund eines neuen Friedensdialogs zwischen der türkischen Regierung und dem inhaftierten Vorsitzenden der PKK, Abdullah Öcalan, statt. Wir wissen noch nicht, wer die Täter oder ihre Hintermänner sind, aber wir sind der Überzeugung, dass diese Morde ein Anschlag gegen den Friedensprozess waren. Was haben die drei Ermordeten gemeinsam? Sie sind Kurdinnen, sie sind Frauen, Aktivistinnen der kurdischen Frauenfreiheitsbewegung. Die kurdische Frauenfreiheitsbewegung ist nicht nur der aktivste Teil und Kern des Freiheitskampfes der Kurdinnen, sondern ebenfalls eine der stärksten Bewegungen für Geschlechterbefreiung und Emanzipation. Wir glauben, dass der türkische AKP-Staat ein doppeltes Spiel spielt. Gegenüber der türkischen Öffentlichkeit wird Verhandlungsbereitschaft mit der PKK suggeriert. Doch gleichzeitig gehen die Militäroperationen gegen die Guerilla und die Massenverhaftung von mittlerweile über 9000 zivilen kurdischen Aktivisten und Politikern weiter. Abdullah Öcalan soll unter Isolationsbedingungen mit der Pistole auf der Brust verhandeln. Aber so kann es keinen Frieden geben, so kann es keine Lösung geben. Unter diesen Bedingungen wäre eine Entwaffnung der PKK nichts als Selbstmord. Die Frage in Europa spielt Frankreich gemeinsam mit der Bundesrepublik die Speerspitze bei der Verfolgung der kurdischen Befreiungsbewegung. Heute sitzen in Frankreich mehr kurdische Politiker in Haft als in Deutschland. Immer wieder wurden kurdische Institutionen von der Polizei gestürmt. Wir wissen, dass das kurdische Informationszentrum in Paris rund um die Uhr überwacht wird. Der französische Staat muss also wissen, wer die Mörder unserer Genossinnen sind. Wir verlangen vollständige Aufklärung dieses Verbrechens. Andernfalls wird sich Frankreich zum Komplizen der Mörder machen und die Konsequenzen tragen müssen. Dieser Angriff auf Sakineh, Leyla und Fidan ist ein Angriff nicht nur auf alle Kurdinnen und Kurden. Es ist ein Angriff auf alle Menschen, die weltweit für Emanzipation, Freiheit und Sozialismus kämpfen. Deswegen müssen wir gemeinsam als Revolutionärinnen und Revolutionäre unsere Stimme und unsere Fäuste erheben. In Blut und Trauer für diese fallenen Genossen. Wir werden sie in unserem Kampf in unseren Herzen weiterleben lassen. Es lebe der Sozialismus. Es lebe der Befreiungskampf der Frauen weltweit. Auch durch Morde werden sie nicht gestoppt. Leyla, Sakineh und Fidan sind unsterblich. Yekekezin, kurdische Frauenbewegung.
Thank you.